Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Ein Battle Report, 1500 Punkte. Grey Knights gegen Necrons und ich spiele die Grey Knights und der Jens spielt die Necrons. Jens, darf ich dich eigentlich filmen? Ja, klar. Hallo Jens. Jens hat seine Necrons mitgebracht und wir spielen hier auf der tollen Frontline Gaming Matte. Und ich spiele hier in Lingen beim tollen Hand of Fate, heißen die, ne? Tabletop Club. Und hier parallel spielen Imperiale gegen Tyranniden, da steht noch nicht viel. Aber guck mal, der Unterschied zwischen einer Frontline Gaming und einer, wie heißen die anderen? Weißt du das? GameMats.eu, also so eine Ablegerfirma, irgendwie was Ähnliches, nur für billiger Geld herstellen. Im Prinzip dasselbe, nur die Motive sind anders. Aber hier die Schneeplatte sieht zumindest schon mal ziemlich cool aus. Also falls ihr doch nicht $95 ausgeben wollt für so eine Matte, sondern irgendwie $20 weniger oder so, dann könnt ihr da mal bei gamingmats.eu oder so gucken. Ich mache euch den Link unten rein. So, aber wir spielen, wie ist die Mission, die wir spielen? Hier. Kriegsbeute, genau. Also wir dürfen die gegnerischen Missionsziele klauen und 1500 Punkte. Und ja, dann gucken wir uns mal mit, was die Necrons mitgebracht haben. So Jens, Necrons, mit Chaos verbündet oder wie? Nee, diesmal leider nur als Proxy. Okay, alles klar. Sag uns doch mal, was hast du mit? Hier ist das. Wir haben dabei einmal den Overlord, dazu dann halt den Proxy-Kryptomanten in einem 5er-Trupp der Lich Guard. Ja. Dazu haben wir 5 Eliminatoren, ja. Dann noch 5 Immortals mit Gaussblastern, ja. 2x10 Krieger. Ja. Ein 3er-Trupp Exovenatoren mit Gaussblastern. Ja. Dann haben wir hier vorne noch 3 schwere Destruktoren, noch nicht ganz fertig. Ja. 3 normale Destruktoren. Ja. Und 5 Skarabäen. Und da hinten noch eine Barke. Und genau, die Dominator-Barke. Also es ist eine Dominator- und keine Geisterbarke diesmal. Ja. Und das ist ein Combined Arms Detachment. Genau. Also kein Decurion. Nein. Das heißt, du hast nicht die ganzen tollen Necron-Sonder. Diesmal nicht. Dann hoffe ich mal, dass es dann halbwegs ausgeglichenes Spiel wird. Okay, dann gucken wir mal, was die Grey Knights mit haben. Die Grey Knights sind verbündet mit der Inquisition, mal wieder. Ich habe ein Combined Arms Detachment Grey Knights. Im AQ einen Librarian Stufe 3 mit Sturmbolter und Nemesis Wehrstab und dem Libal Daimonica. Und der hat zusätzlich noch seinen Warlord-Trade ausgewürfelt, dass er einen extra Psi-Kraft hat. Er hat Prescience, Vortex of Doom, Purge Soul, Hammerhand, Force und Cleansing Flame. Ganz nett. Dann haben wir hier einen Inquisitor des Ordo Maleus mit Terminator-Rüstung, Psi-Kanone, Nemesis-Dämonenhammer und 3 Servoschädeln und dem Liber Heresius. Dann habe ich in der Standardauswahl 2 Terminatoren-Trupps. Einmal 5 Terminatoren mit Psi-Kanone, Nemesis-Schwert, Nemesis Falchions und 2x Hammer und der Justicar hat auch ein Schwert. Und dann der zweite Trupp ist ein bisschen anders, der dasselbe, außer dass es nicht 2 Hammer sind, sondern dafür einmal Nemesis Warning Staff beim Justicar. Dann haben wir einen 5er Trupp Purifier mit 2x Falchions, 2x Hammer und einer Hellebarde beim Justicar und die fahren in einem Rhino. Dann haben wir im Heavy Support 5 Purgatoren mit 4x Flamer und einer Hellebarde, oder auch die fahren in einem Rhino. Einen Ritter mit Psykanone und Teleporter und Flamer. Und da hinten natürlich der Großmeister, der Kaldor 3 Go. Und den spiele ich das erste Mal heute. Der soll ja gut sein. Mal gucken. Das sind 1500 Punkte Grey Knights. Und wie gesagt, wir spielen Kriegsbeute und sehen uns wieder nach der Aufstellung. So, Aufstellung. Wir haben hier Missionsziele. Ich zeige euch mal kurz das Feld hier so. Schön, mit schönem Gelände. Ja. Hier ist ein Missionsziel und hier ist ein Missionsziel. Und hier ist ein Servoschädel. Missionsziel, Missionsziel, Servoschädel. Missionsziel, Servoschädel, Missionsziel. Hier stehen die 3 Jetbike-Heinis, Skarabäen und leichte Destruktoren, Kriege. Dann hier dein Trupp mit Schilden und allem HQ drin. Ne? Die schweren Destruktoren, die Krieger, die Barke, die sich hoffentlich nicht bewegen muss und Extinktoren zum Schutz.
Und in Reserve sind natürlich die Deathmarks, ne? Genau. Gut. Bei mir ist in Reserve ein Trupp mit dem Drago und ein Trupp mit dem Librarian. Hier der Trupp von Pugatoren, die haben gerade Scout bekommen, das haben wir schon gewürfelt. Scouten gleich noch. Hier ist der andere Trupp im Rhino und der Knight. Ansonsten steht da nichts bei mir. Und ja, dann geht's jetzt mal los und du darfst mir die Initiative klauen, wenn du möchtest. Wieso? Ich habe auch die erste Runde. Du hast die erste Runde? Ja. Wieso, du hast eigentlich aufgebaut? Stimmt, du hast eben gesagt, dass du mir die erste Runde gibst, aber gut. Dann nicht. Dann ist Scoute noch. Hm? Du darfst mir die erste Runde klauen. Ja, na klar, sicher. Immer. Ups. Es ist eine 5. Eine 5. Da. Okay. Dann hätte ich natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt bin ich voll getrickt worden hier. Na gut, gucken wir mal, ob ich das noch ein bisschen ausgleichen kann. Wir sehen uns nach Runde 1, Necrons. So, mein Gegner hat mir kurz erlaubt, dass ich mich umstelle, weil ich ja auf falschen Tatsachen ausgegangen bin. Deswegen steht jetzt hier hinten ein Rhino und hier in Deckung jetzt alles. Die haben schon nach vorne gescoutet. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Bis gleich. Runde 1, Necrons. Hier ist natürlich das First Blood sofort an Necrons gegangen. Die fliegen hier an die Seite, schießen auf das Rhino und machen 4 Höhenpunkte weg von den 3, die es hat. Emergency Disembark in die Ruine. Ja. Stehen sie jetzt blöd rum. Sonst bewegt sich hier alles nach vorne. Grandiose Rennbewegungen bei den Destruktoren, beide mal einen Zoll gerannt. Da hinten sind Feige und bleiben hinten stehen. Die laufen nach vorne ins Gelände, sichern sich das Missionsziel 5. Dann hier, die schießt auf. Na, wo ist es? Da, auf dieses Rhino und klaut ihm einen Höhenpunkt und die sind jetzt durchgeschüttelt. Und hier vorne wurde auch nach vorne gelaufen. Sind die auch gerannt eigentlich? Ne, wollten noch nicht. Die wollten noch nicht rennen, okay. Macht Sinn oder auch nicht. Was solltest du denn für Missionsziele machen? Also Missionsziel hatte ich einmal überwältigende Feuerkraft. Haben wir natürlich erreicht. Ja, durch das Rhino. Ja. Sowas von überwältigend hast du es zerstört. Das Missionsziel 6 haben wir auch geschafft. Sind wir auch dran. Sind die auch 3 dran? Sind auch 3 dran. Leider okay. Hinter feindlichen Linien noch nicht. Ja. Aber das war hättest du aber auch schaffen können. Okay, dann gucken wir mal, was die, nicht die Necrons, was die Grey Knights in ihrer ersten Runde machen. So, Runde 1 der Grey Knights. Ich habe doch lockerflockig 2-mal Objective Nummer 3 gezogen, was da ganz hinten in der Ecke ist, wo kein Grey Knight ist. Und dann habe ich auch noch Reeds of Exorcism gezogen und er nimmt natürlich auch Missionsziel Nummer 3. Ja? Das Lustige ist, er wird jetzt die beiden Missionsziele 3 hier gleich schön wegsnacken, weil er das darf. Sonst sind hier Skarabäen gestorben und ein Krieger gestorben durch den Beschuss vom Dread Knight. Ansonsten ist nichts passiert. Die haben sich ein bisschen bewegt hier in der Runde. Hier sind nach vorne gefahren. Ansonsten ist nichts passiert. Okay. Turn 2 Necrons. Reserven. Die Deathmarks. Oh, was war's? Was war's? 3. Ah, gut. Alles klar. Ich bin nicht so schnell im Zoomen. Okay, Deathmarks kommen. Bis gleich nach Necrons Turn 2. Zweiter Spielzug Necrons. Das Rhino lebt noch. Es wurde von allem Möglichen beschossen und im Nahkampf angegriffen und es hat nur einen Lebenspunkt verloren. Einen Rumpfpunkt verloren. Das ist ja kein Lebenspunkt. So, der Dreadknight wurde auch beschossen von Gauss-Waffen hier und von schweren Diskussoren hat einen Lebenspunkt verloren. Habe ich gut gerüstet. Hier hinten sind Deathmarks runtergejumpt aus dem Nichts. Da sind sie aufgetaucht und haben die Flamer-Truppen hier angegriffen und 2 Flamer rausgenommen. Ja, sonst ist alles so ein bisschen auf die Missionsziele gelatscht. Hier hinten hat er mir natürlich beide Missionsziele 3 natürlich geklaut. Und was hast du insgesamt jetzt geschafft? Also geschafft habe ich natürlich, weil ich dir 2-mal die 3 geklaut habe. 2-mal 3 geklaut, ja. Dann hatte ich den Vormarsch, 1, 2, 3. Habe ich natürlich 3 Punkte für gekriegt. Ja, 3, genau, auch noch eine W3, eine 3 gewürfelt, ja. Und dann hatte ich noch hinter feindlichen Linien, das habe ich jetzt weggeschmissen. Okay, gut. Ja, dann würfel ich mal für Reserven. Der große Würfel ist der Drago und der kleine Würfel ist der Librarian. So, die kommen beide. Okay, dann sehen wir uns im Spielzug 2 der Grey Knights. So, Finchon? Okay, so. Ja,
So. Runde Nummer 2 von den Grey Knights. Hier bin ich runter geschockt. Ich wollte nicht hier hin. Also nicht, dass ihr denkt, ich werde ein bisschen komisch. Die wollten eigentlich nach hier vorne schocken, haben aber ein Mishap gemacht und er dürfte sie platzieren, hat sie dann hier ins Offene gestellt, weil da hinten steht eine böse Dominator-Wache mit super Blickfeld auf diese Einheit. Haben sie dann mit einem 6 Zoll Rennen schön aufgefächert, dass das nicht so schlimm wird. So, dann ist hier Draigo runtergeschockt, der ist eigentlich zuerst hinter die Ruine geschockt, hat sich dann per Gate of Infinity wieder hier ins Geschoss hier oben reingeschockt, also die stehen eigentlich auch alle in dem unteren Geschoss drin, weil ich brauchte Missionsziel 2, was ich auch habe und gleichzeitig auch einmal geklaut habe von Gegnern. Dann ist der Rhino hier nach vorne gefahren und die sind ausgestiegen, haben versucht Cleansing Flame zu machen und haben das nicht geschafft. Aber der Dread Knight, der hat hier schön reingeflamed und reingeschossen, hat ganz viele Krieger zermetzelt, die jetzt auf der Flucht sind. Und auch 2 von den Destruktoren sind gestorben, allerdings haben die auch nochmal drauf geschossen. So, dann hier hinten sind alle Deathmarks gestorben, bis auf einer, durch die Flamer und durch den Seabolter. Und ich hatte Splitfire durch das Liber Heresius und habe auch noch die Scarabs zerschossen. Hier. Ja, das war eine ziemlich erfolgreiche Phase, weil ich habe 2 Objectives. Ich musste noch Objective 6 securen, aber da stehen noch ein paar Destroyer drauf. Und Recon. Ja, das hätte ich eigentlich auch neu ziehen müssen, weil wir spielen ja ohne Mysterious Objectives. W3, wenn ich irgendwie 3 Objective Marker habe, aber habe ich nicht. Ich habe nur einen. Das ist ein bisschen traurig. Gut, dann schmeiße ich mal Ascendancy wieder ab und behalte mir meine 2 mühsam erkämpften Missionsziele und gebe ab an die Necrons in Runde 3. So, Runde 3 Necrons. Hier ist alles, also die Krieger haben sich wieder gesammelt und hier ist so ein komischer Block aus Kriegern und Leibgardisten und der einzelne Destroyer, die haben alle, sofern sie konnten, auf das Rhino geschossen und haben es doch tatsächlich mit vereinten Kräften, die glaube ich auch noch, ne? Die auch auf das Rhino geschossen? Ja. Also 2 Kriegertrupps und der schwere Destruktor, der es nachher auch nicht explodieren hat lassen, aber der eben den letzten Rumpfpunkt geklaut hat. Also das einen Rumpfpunkt Rhino hat es gut ausgehalten, bin ich sehr stolz drauf. So, die Destruktoren schießen natürlich mit DS3-Waffen natürlich auf Rüstungsschutz 3 Hanseln hier und nehmen 3 raus. Den Test habe ich nicht geschafft, weil ich bin furchtlos, deswegen ich muss genau machen. Ich habe trotzdem gewürfelt und geschafft. Der schießt hier in die Ruine rein, macht nichts. Und die haben versucht, dem Dread Knight hier in den Rücken zu schießen, auch nichts gemacht. Dann hat die dicke Barke hier hinten ihre Schablone auf den Traigo-Trupp gelegt, hier in der Ruine, und abgewichen, sodass sie nichts getroffen hat. Und dann haben wir aus Rachsucht, die auch noch auf den Traigo-Trupp geschossen haben, aber keine Wunde verursacht. Trotz diesen schweren Stärke 5 Waffen. Das ist echt extrem mies gewürfelt. Vor allen Dingen müssen wir auch mal sagen, hier die waren das, glaube ich, ne? 3 Schuss nicht getroffen, Erzfeind, nochmal 3 Einsen hinterher. Das war schon gut, ja? Okay, was hast du für Missionsziel erreicht? Ja, Missionsziel 5 habe ich 2 Mal gezogen, habe meine mutigen Krieger natürlich gesichert. Ja. Und Missionsziel 1, was sich dort vorne versteckt hat, das nächste Runde. Das will keiner. Noch nicht, ja. Okay, dann Runde 3 Necrons. Dritte Runde der Grey Knights. Ich habe kein Missionsziel geschafft. Ich musste eine Herausforderung machen. Missionsziel 5 und Missionsziel 6 sichern. Missionsziel 6 ist da vorne. Habe ich nicht. Missionsziel 5 ist hier. Habe ich versucht, freizuräumen und anzugreifen. Hat leider nicht geklappt. Nämlich der Knight reingeschossen. Die habe ich ignoriert. Hier ist Draigo geschockt mit dem Gate of Infinity. Leider abgewichen, sonst hätte ich Missionsziel 6 auch gehabt. Hat die hier vorne weggeschossen, sodass sie fliehen. Hier habe ich auch reingeschossen und da lebt jetzt nur noch 1,5 von denen. Der hat leider die Feuerwut hier auch überlebt. Diese nach vorne haben sich mit den Immortals hier angelegt und da steht nur noch einer. Alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kann einfach keine Missionsziele hier richtig haben. Deswegen schmeiße ich mal Hungry for Glory Deck wieder ab.
Und ja, wahrscheinlich werden mir jetzt zwei Missionsziele auch direkt wieder geklaut, weil Missionsziel 5 und Missionsziel 6 ziemlich einfach für ihn zu erreichen ist. Ärgerlich, diese Mission. Wir sehen uns in Runde 4, Necrons. So, Runde 4 war das, ne? Runde 4. Runde 4, Necrons, ganz schön krasse Runde. Hier, da, die haben einen bösen DS2-Flamer und hier eine böse DS1-Schablone, die alle auf die Thermis hier gegangen sind. Draigo ist natürlich sofort gestorben, ohne irgendwas wegzutanken. Kann man auch mal 3er plus Retter kann man eigentlich mal schaffen, ne? Aber Draigo ja, theoretisch schon im Rahmen des Möglichen. Ja, so, und dann auch noch 3 Thermis gestorben. Ne, 2 Thermis gestorben. 2 Thermis. Und ja, der Rest ist weggelaufen, feige wie sie sind, haben sich dadurch den Nahkampf entzogen, der sie ganz ausgelöscht hätte. So, dann außerdem sind die beiden Purifier hier auch noch gestorben an Destruktorenfeuer und natürlich an der Flammenwerfer, die sie auch noch drunter hatte. Sonst, ja, hier ist nicht drauf geschossen, Gott sei Dank. Hier wurden noch bei meinem Inquisitor einen Lebenspunkt geklaut. Durch den Sniper, der da schon mutig 2 Runden lang steht und immer wieder drauf feuert und nicht sterben will. So, was hast du für Missionsziele erreicht? Ja, ich habe leider nur Linie halten erreicht. Was heißt leider? Ich habe ja schon genug. Ja, also Missionsziel 5 hast du mir geklaut. Oh, das ist noch viel besser. Ja, Missionsziel 6, guckst du mal, ob du 3, 2 dran bist. Nee, da bin ich nicht mehr dran. Ha, sehr gut. Und Missionsziel 4 und 1 habe ich beides auch nicht erreicht. Da ist die 1 und die da 4 ist die 4. Neben deinen Tennis. Okay. Hättest du mal statt Schießen dran gelaufen. Ja, aber so habe ich einen Lebenspunkt abgeknuspert. Ja. Wie man es macht, macht man es falsch, ne? Das ist so. Okay, Runde 4 Grey Knights. So, Runde 4 für die Grey Knights. Ich versuche hier zum Missionsziel 1 zu laufen, weil der Gegner das hat. Und ich hätte das klauen können, aber ich bin nicht ganz dran gekommen mit meinem Rennbewegung. Dann habe ich extra geschafft, hier den Sniper endlich wegzukriegen. Schuss. Die haben sich ein bisschen aufgefächert, haben auf die geschossen und nichts gemacht. Dann das Drama. Der Dread Knight hier hinten schießt erstmal auf die Barke, macht einen Streifschuss. Dadurch kann der Flamer nichts mehr machen und im Nahkampf mache ich ihm keinen einzigen Höhlenpunkt weg mit meinen 5 Attacken. Das ist echt dramamäßig gewesen, ganz schön krass. Gut, ich habe erreicht, Teleport-Attacke kann ich nicht erreichen, weil ich nichts mehr habe, was einen Shunt-Move oder sowas machen kann. Und auch Gate of Infinity ist weg. Na. Behind Enemy Lines habe ich geschafft. Missionsziel 4 habe ich geschafft. Genau. Missionsziel 6 habe ich immer noch nicht geschafft. Die Teleport-Attacke schmeiße ich direkt mal wieder weg. Immerhin 2 Missionsziele mehr. Und 5. Runde Necrons. So, Runde 5 der Necrons, ganz schön böse wieder. Da vorne der Versager Dread Knight, ja, wurde ganz fies in den Rücken geschossen von dem schweren Destruktor und von den Kriegern und hat seine letzten 2 Lebenspunkte ausgehaucht. Leider, leider. So, dann ist hier vorne der Thermi-Justicar gestorben durch die Barke, ja, wegen DS1 und so. Hier wurde auch auf die Thermis geschossen und da sollte auch in Nahkampf gegangen werden, aber im Abwehrfeuer konnte ich ihm einen Leibgardisten raushauen, dadurch hat er den Charge nicht mehr geschafft. Puh, was hast du denn an Missionszielen? Ja, an Missionszielen habe ich die Großwildjagd erreicht. Ja, traurig. Und da traurig. Muss ich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, kriege ich nur 1 Punkte. Ja, Gott sei Dank. Sonst noch was? Nee, sonst nichts. Hättest du ja mal Objective 6 hier holen können, aber das hast du ja schon 2-mal hintereinander vergessen, glaube ich. Ich will ja mit meinen in den Nahkampf, aber das wird ja nichts. Ja, und ich werde einen Teufel tun und dich daran erinnern, dass du meiner Missionsziele stehen kannst. Okay, abschmeißen darf ich das ja auch nicht. Von daher, nächste Runde mal dran denken vielleicht. Gut, Runde 5 Necrons, vielleicht die letzte Runde. So, Runde 5 Necrons. Ich klaue dir das Missionsziel 1, weil der hat sich hier abgespalten, um das zu halten. Eigentlich wollte ich hier in den Nahkampf mit den Kriegern. Musste dann aber hier hinten noch auf noch Feuerpower hier aufwenden, um ein bisschen die Wache auszudünnen.
dann gab es einen epischen Nahkampf hier zwischen dem Lord und den Thermis, angeschlossen der Inquisitor. Der gegnerische Lord macht den Inquisitor sowas von platt und haut ihn mit der Sense kaputt, aber die Thermis mit Force aktiviert schaffen es, den kompletten Trupp aufzurauchen, mit Hilfe natürlich auch noch von diesen Pugatoren heißen die, glaube ich. Pugatoren. Ja. Und ja, damit habe ich Kingslayer erreicht und W3 Siegespunkte sind mein, natürlich nur einer. Yippie. Objective 6, guckst du mal, ob ich 3 Zoll dran bin? Ja, und ansonsten funktioniert das ja. Ja, okay, Objective 6 dann auch noch. Und No Witness, ein Independent Character, soll sterben. Das habe ich auch geschafft. Sehr gut, ausnahmsweise mal was geschafft und natürlich Missionsteam 1 auch noch geklaut und Warlord Kill, extra Punkt, jetzt geht's dann gegen Ende des Spiels, ja, nicht, dass ich das da hinten alles noch aufholen könnte. Außerdem ist das jetzt hier ganz schön scheiße, wenn es weitergeht, weil der steht hier einzeln rum und kann eigentlich gar nichts gegen diese scheiß Marke da hinten ausrichten. Aber gucken wir doch mal, ob es weitergeht an einem sechsten Zug. So, es geht weiter. Sechster Zug Necrons. So, Runde Nummer 6 der Necrons. Böse, natürlich ist der gestorbene Labyrinth. Der Fehler musste einfach bestraft werden. Ein Schuss von da hinten hatte gereicht. Die Dominator-Barke hat auch versucht drauf zu schießen, ist aber abgewichen. Da habe ich mich schon gefreut. Und dann der eine Schuss, Stärke 9, Instant Kill, tot. So, dann schießt alles auf Thermis. Ja, die Thermis stehen alle noch, weil Rüstungswürfe kann ich. So, und die schießen noch auf die drei Servo-Rüstung-Hansel, die natürlich sofort ins Gras beißen, weil sie keine Rüstungswürfe dagegen haben. Weil ich kann ja nur Rüstungswürfe, ne? Ja, gut. Was hast du geschafft an Missionen? Was habe ich geschafft? Kodex des Kampfes. Da musste ich irgendwann in diesem Spiel mal eine Herausforderung aussprechen. Das haben wir ja letzte Runde gemacht. Ja. Und die Überlegenheit habe ich, da ich mindestens 2 Missionen besitze und mindestens doppelt so viele wie du. Ich habe 1, 2, 3. Ja. Und du hast 1. Okay. Somit geht auf dieser Punkt diese W3 Punkte. Ja, natürlich 3. Ja, natürlich 3, ja. An mich. Und ich will da gar nicht rüber gucken, was du da schon alles hast, ey. Und dann gehe ich an dich. Jo. So, sechste Runde Grey Knights. Hier wurden Destroyer aufgeraucht mit Force und so, sehr schön. Hier wurde eine Einheit von Kriegern aufgeraucht. Und leider stehen diese Krieger innerhalb von 3 Zoll um das Missionsziel, was ich halten muss. Ich muss Missionsziel 5 halten. Und verweigern mir das, weil ich habe Objective Secure, er hat Objective Secure, alles verweigert. Und Multicharge ging auch nicht. Alles ein bisschen doof. Deswegen, Leute, spielt kein Decurion. Oder keine Nemesis Strike Force. Habe ich ja auch nicht gemacht. Okay, die Thermis sind gleich natürlich auch gefundenes Fressen, falls es weitergeht, weil hier stehen jede Menge DS2 und DS1 Waffen rum. So, und was habe ich sonst geschafft? Ich habe einmal hier einen Victory Point für No Prisoners. Hast du noch irgendwas, was ich hier klauen könnte? Nee, ne? Das heißt, Objective 5 ist immer noch da und Psychological Warfare habe ich auch nicht geschafft, weil du wurdest ausgelöscht und musstest gar nicht erst einen Test machen. Ja, gucken wir mal, ob es weitergeht. Wissen wir mal. Nein, es hört auf. Sehr schön. Das Elend hat ein Ende. Ja, dankeschön fürs Spiel. Immer wieder gerne. Und ja, war lustig. Ich guck mal, wie es ausgegangen ist. Ich habe erreicht, ich gucke mal erstmal die wenigen Punkte. Ich habe erreicht. Einmal No Prisoner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Durchbruch habe ich nicht. Also 9 Punkte. Plus. Das, okay. Das war schon drin. Achso. Ja. So, du hast? Ich habe. 1, 2, dafür habe ich 3 gekriegt, also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier habe ich auch 3 für gekriegt, also 16. Plus Warlock Kill. Und Warlock Kill. Macht 18. 18 zu 9. Gedoppelt. Kann ich mitleben. Kannst du mitleben. Ja, war ein hartes Spiel. Viele Fehler habe ich gemacht. Schlechte Karten gezogen. Und ja,
Was war denn bei dir die beste Einheit? Die beste Einheit? Würde ich fast sogar die Barke sagen, weil die hat doch ordentlich Schaden angerichtet. Ja, die ist immer gut mit dem DS1 und die stand auch da ziemlich gut, ja. Genau, und zum Schluss der Destroyer. Ja, der Destroyer, der war richtig gut. Der da die Lucky Shots. Ich fand auch die anderen Destroyer gut. Die haben auch zwei Einheiten rausgenommen. Stimmt, die haben auch viel aufgewischt am Ende. Ja. Erzfeind ist einfach immer gut. Hättest du meistens vergessen, aber gut. Ja, das stimmt. Ich hab dich immer schön dran erinnert. Wir warten ab, wie das dann mit dem Destroyer cool geht, wenn sie einfach alles wiederholen dürfen. Ja. Und so ein Triarch-Stalker wäre vielleicht auch gut gewesen, weil du hast ziemlich oft eine 2 gewürfelt bei deinen Trefferwürfeln. Das stimmt. Dann mit BR5 wäre das dann Treffer gewesen. Ja, ja, sonst hast du echt viel Glück gehabt, dass du mir Missionsziele am Anfang super viele klauen konntest und so. Mhm. Ne? Und dann, da hab ich sehr gut gezogen. Ja, bei den Grey Knights ist halt jeder Verlust gleich doppelt teuer, ne? Das Einzige, was du überlebst, sind die Leute, die Rüstungswürfe haben. Gut. Ja, was meinst du, was bei mir gut war? Was fandest du denn schlimm? Also der Knight auf jeden Fall. Ja, der ist nur zu schnell gestorben. Zu schnell. Der hat sich da durchgefressen. Ja. Einmal von hier, darüber. Ja. Und sonst war eigentlich durch die Bank weg durch. Gut, wären die jetzt nicht da hinten gelandet, wo ich sie dann schön weggestellt habe. Ich bin ziemlich spät erst in die Nahkämpfe gekommen. Ja. Genau, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Auch der Nahkampf hier, da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor dem Lord, aber gut. Ja. Force macht's, ne? Das ist es. Und Terminatoren sind nicht unbedingt sein Ziel mit seinem Trupp. Ja, ja. Aber immerhin der Instant-Kill dann gegen den Inquisitor, der war drin. Das stimmt. Ja. Sonst meine schlechteste Einheit, muss ich mal sagen, die Purifikator, diese Purgatoren oder wie die heißen, mit den 4 Flamern, die kamen einfach da aus der Ruine nicht raus. Und das mit dem Scout am Anfang, das hat auch nicht so gut geklappt. Ich hätte die vielleicht flanken sollen, denn das wäre vielleicht cooler gewesen. Das wäre auf jeden Fall vielleicht böser geworden. Ja, das war auf jeden Fall, anstatt den zu scouten, nach vorne zu fahren, weil mit Scout hat man auch Outflank automatisch. Das heißt, man hätte dann schön über die Flanke kommen können mit denen. 4 Flamer ist auch böse. Mhm. Ja. Purifier-Trupp, der war auch nicht schlecht. Sie so einmal konnten sie diese Kraft hier anwenden, haben sie dann nicht viel getötet, aber die waren ganz gut hier so als Ablenkung, fand ich. Ja? Genau, die wollte ich eigentlich gerne loswerden, aber es hat doch länger gedauert als gedacht. Ja, und das Rhino schon als Sichtblocker. Sonst das hat ja auch sehr lange gehalten, also was das angeht. Ja. Ich fand dein Chef-Trupp natürlich mit Leibwache mit 4 plus Reap ist natürlich auch immer gut. Der Flamer da drin war auch sehr, sehr gut. Gegen Thermis natürlich immer ein Muss. Was war denn bei dir schlecht? Da frage ich mich gerade echt. Schlecht war eigentlich nichts. Eigentlich hat alles die Scarifs vielleicht. Ja. Die sind ziemlich schnell gestorben. Aber gut, die sollen auch nicht. Und die haben auch nicht sonderlich viel gemacht. Die na gut, der hat Missionsziele gehalten. Der hat drei Punkte geholt. Ne? Dreimal Missionsziel 3. Ja, gut. Ja, war ein lustiges Spiel. Ich warte immer noch auf so eine richtige Siegeswelle mit meinen Grey Knights. Vielleicht muss ich mal so eine richtig ultra harte Liste spielen. So mit allem drum und dran. Achso, ich habe übrigens noch einen Loser des Tages. Drago. Stimmt, der ist... Ja? Alle sagen mal, du, Drago, voll immer der Kerl, weißt du, der stirbt. Normalerweise nicht stirbt, dass er sich... Ich glaube, einen einzigen Schuss hat er abgetankt mit seinem Sturmschild. Danach hat er alles verloren, was er kannte. Ja. Okay. Gut, danke fürs Spiel und ich hoffe, dass das mit dem Ton ganz in Ordnung war hier. Und ja, wir bauen jetzt auf und gucken noch bei den anderen ein bisschen zu, oder? Das machen wir. So, das sieht auch spannend aus. Und ihr bis zum nächsten Mal. Ich bin ja jetzt hier, hier gibt es ja jetzt einen Club, wo ich öfter spielen kann. Und dann vielleicht, du hast auch noch Space Marines, ne? Ich habe noch Space Marines, Chaos, Imps. Ja, dann wird da irgendwann mal so eine Revanche fällig, würde ich sagen. Ja. So, und hier gibt es ja, wie gesagt, auch noch schön Imperiale und Tyranniden und hier gibt es noch alles Mögliche. Also ihr würdet demnächst öfter mal Reports haben. Also mindestens einmal im Monat kann ich spielen. Das ist öfter, als ich im letzten Jahr gemacht habe. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr 4 Spiele oder so gemacht insgesamt. Gut, bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali.